Hallo und willkommen zurück zu The Raven. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir spielen Alex oder Patricia Meyer, wie sie sich hier nennt. Und, ja, sind auf dem Weg nach Kairo. Und da haben wir Miss Miller und Professor Lucien. Und die, würde ich sagen, betrachten wir mal und reden mit ihnen. Die beiden scheinen sich näher zu kommen. Ich spreche sie lieber nicht an. Als ich den Professor zusammen mit Adil in London verfolgt habe, war ich zwar verkleidet, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass er mich wiedererkennt. Okay, dann sollten wir es vielleicht wirklich nicht anreden. Ich probiere es trotzdem mal. Nein, solange es sich vermeiden lässt, werde ich nicht mit Ihnen sprechen. Okay, und damit ist auch der Hotspot weg. Das heißt, hier sind wir erstmal fertig. Gut, dann hätte ich gesagt, gehen wir hoch. Wir können hier noch diese... Moment, eine Sache haben wir noch. Ich wollte noch die Gangway anschauen, weil die könnte vielleicht noch wichtig sein, wegen der Pistole, die da irgendwann mal landet. Aber da bin ich echt mal gespannt, was er dazu zu sagen hat. Und ob das auch... Bei dieser Konstruktion stand eindeutig der praktische Nutzen im Vordergrund, nicht das Design. Vermutlich fährt die Lydia regelmäßig Häfen an, die nicht über eigene Gangways verfügen. Und bevor man die Gäste mit Leitern von Bord schafft, hat man sich wohl für diese unschöne Variante entschieden. Und ob das noch eine wichtige Rolle spielt, also ob das wirklich noch geklärt wird. Und allerdings haben wir jetzt keinen Hotspot mehr. Na gut, dann gehen wir jetzt hoch. Schauen wir mal, was sich da noch alles tut. Okay, dann schauen wir uns mal um. Ja, genau. Diese Fahne hier, die wird wahrscheinlich bald weichen und in unser Inventar wandern, weil später erinnere ich mich nämlich nicht daran, dass die Fahne hier gewesen ist. Da können wir noch runtergehen. Auch noch runter. Das Boot haben wir nicht. Ja, da haben wir die Tür. Die schauen wir uns an. Zwei knackige Matrosen stehen an einem Tisch und studieren eine Seekarte. Gut, dass sie beschäftigt sind. So kann ich mich hier oben ungestört umschauen. Sollte jemand die Brücke verlassen, werde ich so tun, als würde ich die Sterne beobachten. Und wenn gar nichts anderes hilft, lasse ich meinen Charme spielen. Okay, das war das. Dann können wir hier auch nichts weiter draus machen. Dann gehen wir mal doch zu dem Fähnchen. Der Stab, an dem es befestigt ist, könnte sich nochmal als nützlich erweisen. Er ist etwa 80 cm lang und sieht recht stabil aus. Okay. Achso, ich sollte es vielleicht auch nehmen und nicht einfach abwarten, dass es das von alleine macht. Ja. Ja, der hält was aus. Aber zum Herumschleppen ist er zu unhandlich. Okay, dann haben wir noch, ja genau, das Lüftungsschacht. Ein Klassiker. Die Diebin steigt durch einen Lüftungsschacht ein. Sollte es so einfach sein? Es könnte durchaus sein. Nein, ist es nicht. Die Abdeckung ist festgeschraubt. Okay, was gab's hier Neues? Wahrscheinlich unter Geheimnisse. Ja, genau. Der Lüftungsschacht wäre eine Möglichkeit, aber er ist verschraubt. Gut. Können wir die Salatzange als Schraubendreher benutzen? Ich meine, die ist doch so abgeflacht. Ne, es geht nicht. Und was ist mit der Halskette? Da hängt ja so ein Penny dran. Das ist normalerweise immer so ein klassischer Schraubendreher. Der Penny könnte die richtige Dicke haben. Scheint auch zu klappen. Der Penny passt gut in den Schraubenschlitz. Aber ich habe nicht genug Kraft in den Fingern, um die Schraube zu lösen. Okay, da bräuchten wir was mit Hebel. Könnten wir ja ganz einfach das und benutzen und damit den Penny festhalten? Das ist es.
Ich klemme den Penny ein und habe damit eine Art improvisierten Schraubenzieher. Okay, soweit, so gut. Also schön. Dann machen wir mal das Ding auf. Zu hoffen, dass das der richtige Schacht ist. Und wir dürfen nicht vergessen, das Ding wieder zuzumachen, weil als wir mit Selna hier waren, war das Ding ja auch zu. Bleib doch mal runter. Ich habe immer noch keine Lösung gefunden, wie ich aus der Kabine zurück nach oben in den Lüftungsschacht kommen kann. Ich bräuchte etwas wie ein Seil und eine Möglichkeit, es im Schacht zu befestigen. Okay, das kriegen wir wahrscheinlich, das war irgendwie klar. Allerdings, der Satz hat sich so angehört, wie wenn da irgendwas fehlen würde. Können wir den Stab benutzen damit? Der Stab alleine wird mir da drin nicht weiterhelfen. Okay, dann nehme ich an, wir brauchen ein Seil, das wir um den Stab benutzen können, damit das Seil hier oben verankert ist und daran können wir dann später wieder hochklettern. Das Problem ist, wir haben kein Seil und die Kette wird wahrscheinlich nicht gehen, oder? Nein, geht nicht. Und hier steht drin, schätze mal wieder unter Geheimnis, solange ich keine Möglichkeit habe, ohne Spuren zu hinterlassen, wieder heraufzuklettern, lasse ich mich nicht in die Kabine hinab. Okay, dann müssen wir noch ein Ding suchen. Ein Seil. Und ich habe keine Ahnung, wo eins ist. Ich erinnere mich jetzt nicht daran, dass wir eins gesehen haben. Aber eine Sache können wir noch ausprobieren. Wir waren noch nicht bei der Kabinentür hier. Ob da vielleicht was zu machen ist? Ich meine, sie wird definitiv nicht reingehen. Wahrscheinlich müssen wir durch den Lüftungsschacht runtergehen. Aber vielleicht ist da doch irgendwie irgendetwas, wo man uns da weiterhilft. Ah, okay. Wir können auf jeden Fall mal lauschen. So viel können wir auf jeden Fall mal machen. Ich bin sicher, ich könnte Ihnen helfen, wenn... Lassen Sie mich da mal ran. Wenn Sie mir sagen würden, was Sie suchen. Sie stehen nur im Weg. Gehen Sie raus. Ich werde vor der Tür warten, Madame. Ja, ja. Oh, Miss... Myers. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, ich schaue mir nur das Schiff an. Guten Tag. Das war knapp. Ja, das war wirklich knapp. Okay, was steht jetzt Neues hier drin? Nee, da ist nichts. Bei der Baronin vielleicht? Nein. Dann vielleicht beim... Wenn ich ihn finde. Gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt hier was reingekommen ist. Ach, vielleicht bei Inch, genau. Nee, doch nicht. Ach ja, doch, da haben wir es doch. Über die Tür kann ich mir keinen Zugang verschaffen. Das Risiko, entdeckt zu werden, ist zu groß. Aber damit habe ich auch nicht angenommen gehabt, ganz ehrlich gesagt. Ah, und jetzt sitzt er auch hier, wo wir ihn gelassen haben. Jetzt können wir auf jeden Fall mal mit ihm reden. Schauen wir uns aber erst nochmal die Kabinentür an. Inch hat die Tür im Blick. Ich brauche einen anderen Zugang zur Kabine. Selbst wenn ich Inch weglocke, könnte ich die Kabine nicht betreten, ohne dass die Baronin etwas bemerkt. Ich muss irgendwie anders in die Kabine kommen. Inch hat die Tür im Blick. Okay, da kommt anscheinend nichts Neues mehr.
Dann reden wir doch mal mit Inch. Inch ist intelligent und skrupellos. Eine gefährliche Mischung. Er ist kein genialer Planer, aber er ist schlau und vorsichtig. Er riecht Gefahr. Ich fürchte, er könnte ahnen, dass etwas nicht stimmt. Ich finde ihn unheimlich. Man schaut in dieses Gesicht und könnte glauben, er wäre mit sich und der Welt im Reinen. Doch Adil hat mir von seinen Stimmungsschwankungen erzählt. Von einer Sekunde auf die andere lässt er die Maske fallen und ist zu wirklich allem fähig. Ich kümmere mich nicht weiter um ihn. Ich werde mich auf meine Aufgabe konzentrieren. Okay. Da gibt's auch nichts Neues mehr. Aber das Seil haben wir immer noch nicht. Gehen wir mal zu Adil nochmal rein. Vielleicht gibt's da ja was Neues. Nein. Hier lang. Sobald ich den Stein ausgetauscht habe, werde ich mir eine heiße Dusche gönnen und dann schauen, was der Abend sonst noch so bringt. Sobald ich den... Okay. Oh, da fällt mir gerade auf. Adil ist weg. Wo ist Adil? Ist er vielleicht auch auf die Spur gegangen? Hat es oben zugemacht, damit es niemand sieht und wurde da geschnappt? Weil so weit kann es ja mit dem Mod nicht mehr her sein. Okay, hier haben wir auf jeden Fall nichts. Das stimmt mich doch ein bisschen nachdenklich gerade. Okay, dann gehen wir nochmal in den Salon. Gibt's denn hier was Neues? Lady Westmacott? Die Lady ist kein Freund seichter Gespräche, was ich sehr schätze. Ich sollte sie erst wieder ansprechen, wenn ich ein echtes Anliegen habe. Wie zum Beispiel, woher bekommen wir ein Seil? Ah, da ist der Captain. Mit dem haben wir auch noch nicht geredet. Der ist jetzt auch wieder da. Er schwitzt stark. Geplatzte Äderchen auf den Wangen. Ein süßlicher Geruch. Ich hoffe, die restliche Crew nimmt sich ihren Kapitän nicht als Vorbild und bleibt auf großer Fahrt nüchtern. Er schwitzt stark. Okay, dann können wir wohl nicht mit ihm reden. Schade. Na gut, hier scheint nichts zu sein. Hoch. Würde das vielleicht gehen? Ein schönes Badetuch. Angenehm groß. Ich hoffe, ich habe morgen Gelegenheit, mich in die Sonne zu legen und den Rest der Fahrt zu genießen. Okay. Dann probieren wir es doch mal aus, ob das geht. Ob wir das als Seil verwenden können. Ich bin gespannt. Oh, Dings ist jetzt auch weg. Der Geiger. Dessen Name ich auch schon wieder vergessen habe. Oh, ich bin ja schrecklich. Vergiss ständig die Namen von den Leuten. Naja, wenn ich ihn lese oder höre, weiß ich es wahrscheinlich wieder. So, dann komm mal her, junges Fräulein. Dann schauen wir doch mal, ob dieses Badetuch mit dem Holzstab geht als Seil. Ich könnte das Badetuch an den Stab knoten, den Stab im Lüftungsschacht über die Öffnung legen und mich dann am Tuch abseilen. Klingt wie ein Plan. Ja, finde ich auch.
Na dann mal runter. Ich bin nicht zimperlich, aber wenn da drin eine Ratte auf mich wartet, werde ich die ganze Aktion platzen lassen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Naja. Jakob Aust. Endlich habe ich dich. Ich werde dich verhaften lassen und ich werde dich vorführen. Jakob Aust. Kann ich etwas für Sie tun, Madame? Sie können mir aus dem Weg gehen. Soll ich aufräumen, Madame? Nein, es ist Zeit zu feiern. Jakob Aust. Dürfte das Dr. Gebhardt sein? Ich schätze mal ja. Ich habe freie Bahn. Gut. Wir sind hier. Dann haben wir den Reiseschrank. Stattlich. Für den kleinen Durst unterwegs. Ah, jetzt können wir sogar reinschauen und uiuiui. Gin, Whisky, Likör, Sherry, Wodka, Branntwein und Champagner. Alle Flaschen sind mindestens zur Hälfte leer. Ordentlich. Ich frage mich, wovor die Baronin wegläuft. Einsamkeit, Enttäuschung, Trauer. Servietten und Tücher, kein Stein. Korkenzieher, Flaschenöffner, Untersetzer, nichts weiter. Okay. Da haben wir nichts mehr. Was haben wir? Da haben wir auch nichts. Da haben wir ein Fach. Das schaue ich mir als letztes an. Lederriemen. Was ist das? Ein kleiner Lederriemen. Aha. Ich bin ein Entdecker. Ich möchte wetten, dass sich das Auge der Sphinx hinter dieser Tür verbirgt. Nur wird wohl kaum jemand dagegen halten. Also ich jedenfalls nicht. Für mich sieht das aus wie ein Kombinationsschloss. Eine herrliche Arbeit. Man muss die vier richtigen Symbole einstellen, damit sich die Tür öffnet. Okay. Und da Geheimnisse? Adele hatte recht, um das Geheimversteck zu öffnen, muss ich eine Kombination eingeben. Dann hoffen wir mal, dass wir hier in der Kabine was finden. Es sind die Umrisse von Tieren abgebildet. Ein Hund, eine Katze, ein Bär, ein Hahn und einige mehr. 8 Symbole pro Walze. Das bedeutet über 4000 mögliche Kombinationen. Okay. Da hinten ist noch ein Zettel, sehe ich gerade. Nofretete, Guernica, AD, Buonarrotis Adam. Das könnte eine Gedächtnisstütze der Baronin sein. Und auch eine Erklärung, wie Inch auf die Kombination gekommen ist. Ich schreibe die Hinweise auf. Wie ich die Sache sehe, muss ich mindestens 3 Begriffen ein Symbol zuordnen. Das 4. Zeichen könnte ich durch Ausprobieren ermitteln. Tja, Nofretete war eine ägyptische Königin. Das Monogramm und die anderen beiden Begriffe sagen mir nichts. Okay. Ich habe die Hinweise in mein Tagebuch übertragen. Vielleicht kann mir jemand an Bord helfen, mindestens 3 der 4 Symbole richtig zuzuordnen. Gut. Ich habe die Hinweise... Sonst noch was? Die Tür ist verschlossen. Okay. Wenn ich 3 der 4 Symbole kennen würde, könnte ich das 4. Symbol ganz einfach durch Ausprobieren herausbekommen. Aber solange ich nicht mindestens 3 Symbole... Ja, wissen wir. Untersuchung beenden. Das war das Geheimfach. Da haben wir noch Gläser. Ein passendes Glas für jede Gelegenheit. Die meisten sehen allerdings ziemlich unbenutzt aus. Vermutlich vernachlässigt die Baronin Stil und Etikette, wenn sie für sich alleine trinkt und benutzt immer dasselbe Glas. Das könnte durchaus sein. Und das da unten, können wir jetzt gar nicht mehr anschauen. Mist. Schade. Schade, schade. Was haben wir sonst noch da alles? Am liebsten würde ich die Kette vorlegen. Jeden Augenblick kann jemand durch diese Tür kommen und mich erwischen. Aber es ist wichtig, keine Spuren zu hinterlassen. Inch darf uns auf keinen Fall auf die Schliche kommen. Ich sollte mich lieber beeilen. Ja, das ist wohl wahr. Jetzt schauen wir noch kurz ins Tagebuch. Vielleicht kann ich vom allgemeinen Wissen der anderen Passagiere profitieren. Für das Geheimversteck, für die Kombination, ja. Das ist durchaus möglich.
Okay, sonst gibt es anscheinend nichts Neues. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und schauen uns in dieser Kabine das nächste Mal noch weiter um. Und danach fragen wir die ganzen Passagiere, ob wir vielleicht Hinweise auf die Kombination bekommen könnten. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!